Gehen ist für uns eine Alltäglichkeit. Es geht ganz automatisch. Wir haben im Laufe der Zeit auch vergessen, wie Gehen abläuft. Für Schlaganfallpatienten ist das was ganz anderes. Die haben ihre Gehfähigkeit verloren. Wir können aus der Beobachtung sehen, dass sie die betroffene Seite hinterherziehen. Also war es eine große Herausforderung für uns, eine Maschine zu entwickeln, die nach Möglichkeit ein physiologisches Gang, also ein normales Gangmuster, dem Patienten vorgibt. Eine andere Herausforderung war natürlich die Interaktion zwischen Therapeut und Maschine. Akzeptieren die Therapeuten die Maschine? Und dann akzeptieren denn die Patienten überhaupt die Maschine? Und akzeptieren alle gemeinsam die Maschine? Die Antwort ist einfach zu treffen. Die Therapeuten waren begeistert. Sie hatten nun deutlich bessere Therapieerfolge erzielt. Die Patienten waren umso begeisterter. Auch sie hatten wesentlich bessere Therapieerfolge erzielt als ohne Geo. Der Patient will von uns nicht nur das Gehen, sondern der Patient möchte vor allem alltagsfähiges Gehen wieder erlernen. Geo für ein besseres Leben.